Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Ressourcen FM. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich sitze hier heute in meinem zum Glück noch kühlen Büro am 30.05.2023 und freue mich darauf, heute hier eine Episode mit Stefan aufnehmen zu können. Stefan Schaus ist hier auch mit in der Leitung. Hallo Stefan. Hallo Martin. Ja, es ist sehr schön, dass Stefan sich hier Zeit nimmt für diese Podcast-Aufnahme. Und zwar Stefan hat mit Justin oder arbeitet mit Justin zusammen. Mit Justin, der war letztes Jahr schon mal hier im Podcast zum Thema Lithium. Und Stefan wird heute auch was über Lithium sagen. Und zwar, oder beziehungsweise auch über Lithium, nicht nur über Lithium, sondern hoffentlich können wir auch über Vanadium-Redox-Flow-Batterien sprechen. Und die beiden Themen Vanadium und Lithium hatten wir hier auch schon im Podcast. Einmal Vanadium am 25.04.2020 und Lithium sogar dreimal. Das letzte Mal eben am 13.01. Zum Thema Lithium Recycling und Lithium Handel, eben damals mit dem Justin zusammen. Und heute haben wir hier den Stefan mit dabei. Und Stefan, weil du der Experte für dich selber bist, würde ich dir einfach das Wort übergeben und das mal ganz kurz sagen, was machst du denn eigentlich? Ja, natürlich mal. Ja, freut mich hier zu sein. Nun, was mache ich, beziehungsweise mit was habe ich mich die letzten 16 Jahre jetzt beschäftigt? Eigentlich mit Energiespeichern, mit Batteriezellen und bin mittlerweile dahin gekommen, dass ich mich versuche, um die Versorgung mit Lithium-Rohstoffen für den Weltmarkt zu kümmern. In diesem Zusammenhang bin ich tätig für eine Minengesellschaft mit Eigentum oder beziehungsweise mit Konzessionen in Chile, wo ja tagesaktuell gerade eine neue Ära anbricht, würde ich mal so sagen. Und hauptsächlich beteilige ich mich da oder beziehungsweise berate ich dort eben die Firma für technisches Engineering, um möglichst umweltfreundlich eben halt mit diesen neuen DLE, also Direct Lithium Extraction Methoden, Lithium aus dem Boden zu holen. Umweltverträglich, sozialverträglich und damit eigentlich also durchaus positiv zu bewertende Minen-Operations. Sehr schön, wir können ja einen Namen eigentlich auch sagen, oder? Also von der Firma. Ja, natürlich. Also die Firma ist Wealth Minerals, das ist eine kanadische Firma, die aber schon 2016 eigentlich um die Erweiterung im Salar der Atacama sowie aber auch im Salar der Oyague eben herumtreiben und das entwickelt sich jetzt gerade in einem ganz neuen Umfeld. Kleiner Disclaimer von meiner Seite, ich habe immer nachgeguckt und ich habe sogar ein paar Aktien von denen bei mir im Portfolio liegen. Aber genau, ist jetzt hier keine Werbung, wollen hier auch keinen Aktienpump oder sowas machen. Genau. Ja, freut mich sehr, dass du da bist und eben, du hast ja auch schon angesprochen, in Chile ist es ja gerade sehr, sehr interessant, was denn da eigentlich gerade alles passiert. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit dem Lithium-Thema an, weil es wahrscheinlich auch das Spannendste ist. Und können dann mal gucken, wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir ja auf deine Vergangenheit im Bereich Vanadium-Redox-Flow-Batterien nochmal eingehen. du hast jetzt gerade eben auch schon gesagt, also ihr seid in der Atacama-Wüste tätig. Atacama-Wüste kennt man ja als trockenste Wüste der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was macht ihr denn da eigentlich? Oder was ist denn eure Idee da? Ja? Ja, also wir sind in der Atacama-Wüste oder beziehungsweise in der Vergangenheit, beziehungsweise in den letzten 30 Jahren wurden 30% des Weltmarktbedarfs aus der Atacama eigentlich bereits gefördert. Und zwar als Beiprodukt. Also vor 30 Jahren hat sich niemand für Lithium wirklich interessiert. Das war ein sehr kleiner Nischenmarkt und man, ja, so ein paar komische Lithium-Polymer-Akkus für die ersten Mobiltelefone, alles klein, klein, klein und so weiter. Und hauptsächlich hat man dort die Förderung und Produktion von Kalium angebaut gehabt. Und Kalium ist ja nun als Düngemittel weltweit begehrt. Ja, da gibt es ja, also gerade zwischen Deutschland und Chile gibt es ja schon seit über 100 Jahren da eine ganz enge eigentlich Zusammenarbeit. Also vor 100 Jahren sind ja viele schon von Deutschland nach Chile gegangen, um dort eben Kalium zu gewinnen. Und das als Düngemittel eben, bevor der synthetische Dünger
hier in Deutschland erfunden wurde, dann eben zu importieren und zu bringen. Naja, aber mal jetzt fast forward, also wie gesagt, seit 30 Jahren und die Methode ist eigentlich die einfachste Methode der Welt. Man fördert diese salzige Sohle, ja, die sowohl Kalium, aber auch eben Lithium in hohen Anteilen drin hat. Da redet man so von 1800 bis 2400 Milligramm pro Liter. Das ist weltweit eine der höchsten Konzentrationen, die man findet im Rahmen von Sohle, Lithiumgewinnung. Und der Salar der Atacama ist der zweitgrößte Salar geografisch, den man bisher entdeckt hat in der Welt. Und und dann in dem südlichen Teil gibt es zwei etablierte Firmen, das eine ist Albemarle, das andere ist SQM, die eben halt sich der Förderung angenommen haben. Und die haben bisher eigentlich immer diese Sohle aus dem Boden geholt und haben dann das Ganze in riesigen, ich sage immer Swimmingpools, aber man sollte vielleicht gar nicht mal drin baden, aber in riesigen Becken, Quadratkilometer große Becken, dort, die man sogar auch vom Satellitenaufnahmen her sehen kann, breiten die eben diese salzhaltige oder dieses Salzwasser dort aus und lässt es dann verdunsten. Damit konzentriert man eben die Bestandteile, die Mineralien da drin und kann das dann eigentlich über verschiedenste Becken kann man das ausfiltrieren, sodass nur noch die Stoffe, die man auch wirklich rausholen kann, am Ende übrig bleiben. Ja, und deswegen ist das flächenmäßig so riesig. Und das Zweite, was natürlich alle umtut, Stichwort, was du schon gesagt hattest, die trockenste Zone der Welt oder eine der trockensten Zonen der Welt, ja, fürchterlich, wenn ich dann auch noch mein Grundwasser, beziehungsweise eigentlich ist es unterhalb des Grundwassers, aber das jetzt sei jetzt mal dahingestellt, irgendwann versickert dann das Grundwasser auch in diese tieferen Schichten, weil eben unten was fehlt. Ja. Und damit hat man eben, verdunstet man einfach das Wasser. Ja, und das ist natürlich auf der einen Seite also nicht gerade oder wird sehr kritisch betrachtet. Auf der anderen Seite, wir wissen es auch sogar aus den Medien, wenn man das hier in Europa sieht, dass immer dieses als das Thema angesehen wird, dass man, das sollte man tunlichst vermeiden. Das sehen alle so. Manche reagieren nicht. Also wir haben 2017 bereits uns die ersten neuen Verfahren angebracht, in denen man eigentlich über bestimmten technischen Mechanismus, können wir auch gerne noch in die Tiefe gehen, extrahiert man eigentlich nur das Lithium aus diesem Salzwasser. Ja, das ist wirklich also über 90% selektiv. Ja, dort, und man zieht nur das Lithium raus und der Rest, den pumpt man wieder runter. Ja, also so, dass man praktisch wie wir das auch jetzt ja natürlich im Rheingraben machen mit unseren Geothermie-Lithium-Projekten, dort, dass man eben halt hochholt, dort einmal über einen sogenannten Filter laufen lässt und dann eigentlich alles wieder zurückgeht. Ja. Und das klappt eigentlich einwandfrei. Als wir angefangen haben, uns für diese Technologie zu interessieren, 2016, war das Ganze aus heutiger Sicht noch wesentlich mehr in den Kinderschuhen. Warum sage ich wesentlich mehr? Weil die allgemeine Meinung, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, das ist leider ein bisschen veraltetes Wissen. Es gibt bereits eben halt diese Technologie im Einsatz und das auch schon seit mehreren Jahren, also 2017, 2018, wobei die allerersten Patente für diese Direct Lithium Extraction Methode schon in den 70er Jahren von Dow Chemicals gefeilt wurden. Ja, das heißt, also das ist eigentlich alles gar nicht so neu. Ja. Nur diese Umweltverträglichkeitsbetrachtungen, die sind natürlich erst seit ungefähr so 2015, 2016 im Gespräch. Davor hat das niemanden interessiert. Also Umweltverträglichkeit von dem, ich lasse jetzt mein Wasser da verdampfen und genau. Dass es irgendwie Probleme macht, wenn da Grundwasser weg ist, ja. Genau. Ja, also das dann, was weiß ich, das, wie man sich das immer so schön vorstellt, dass dann das Ruderboot auf einem Trockenen sitzt. Ja. Ganz so ist es nicht, weil in der Atacama, wie auch zum Beispiel in vielen anderen Salaren, das Wasser oder der Wasserspiegel, egal ob jetzt nun also Salzwassersohle oder durch vulkanischen Ursprung oder eben auch durch Sedimentation und Präzipitation über den eigentlich unter der Oberfläche liegt. Also man hat eigentlich immer diese klassischen Bilder, strahlend blauer Himmel,
riesige, flache Salzseen, die aber komplett ausgetrocknet sind, wo es dann nur Salzkruste oben gibt. Ja. Und diese Themen, die hat man also schon länger eigentlich im Visier. Ja, es ist ja super interessant. Vor allen Dingen, was ich auch immer so ein bisschen skurril fand, ich war selber mal auf dem Salar de Uyuni in Bolivien, wo sie ja auch versucht haben oder immer noch versuchen, Lithium abzubauen. Und also das ist im Endeffekt halt eine riesengroße Salzwüste. Also da ist kein Tropfen Wasser eigentlich an der Oberfläche. Und also zumindest auf den Salzfeldern. Und dann graben die da eben solche Wannen, wo sie dann das Wasser reinpumpen und das dann verdampfen lassen oder verdunsten lassen, ist ja nicht verdampfen. Und fand ich sehr spannend, weil ich damals eigentlich auch dachte, hey, das ist ja mal eine Art und Weise, um Rohstoffe zu gewinnen. Also damals, ne? Also vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Da dachte ich mir noch so, eigentlich eine super Sache. Man lässt das hier einfach verdunsten, hat dann keine großen Kosten, muss dann nicht viel machen und kann danach einfach die Sohle verwenden. Und dachte eigentlich erstmal so, ja, ist ja total umweltfreundlich, ja. Gut, was ich dann danach ja erst gelernt habe, ist, dass es in den Anden, zumindest beim Salar de Uyuni, ja diese Andenflamingos gibt, die sich von den Krebsen ernähren und diese Krebse sind darauf angewiesen, dass die Lagunen einen gewissen Salzgehalt haben und wenn jetzt die Krebse aussterben, dann stimmt der Andenflamingo aus und dann stirbt vielleicht auch der Andenfuchs aus. So. Das war so das, das, was ich jetzt rausbekommen hatte, dass das Problem ist bei Lithium-Extraktion, Lithiumförderung aus der Sohle. Ich sag mal so, ich finde den Andenfuchs ganz schön, ich würde den auch gerne beschützen. Ich habe mich dann aber auch immer so ein bisschen gefragt, naja, wenn wir jetzt Erdöl verbrennen, inwieweit ist das jetzt so viel besser? Ja, ich meine, dann schützen wir den Andenfuchs, okay, aber dafür vernichten wir halt irgendwie die Ozeane. Aber gut, ist, glaube ich, immer eine Abwägungsgeschichte. Nur weil das eine schlecht ist, muss man das andere ja nicht machen. Aber finde ich auch schön, dass ihr da jetzt eine Methode habt, die da ein bisschen, die da keine Evaporation dann macht, ja. Ja, und vielleicht da nochmal aufzusetzen, also von was redet man denn, ja? Also ich meine, der Nettoverlust, ja, den man bei so einer Methode eben an Wasser hat oder beziehungsweise im Wasserhaushalt, liegt so ungefähr bei 2, maximal 3%, ja, der ursprünglichen Substanz. Das wird einfach mit ausgeschwemmt, ja, dann in dem Verfahren. Aber der Zulauf, der jährliche, der liegt auch so bei 2 bis 3%. Okay, also jetzt bei eurem Verfahren oder bei dem Verdunstungsverfahren? Nee, bei unserem Verfahren, also beziehungsweise, also es ist nicht einmal unser Verfahren. Es gibt mittlerweile ungefähr so 30 bis 40 Firmen in verschiedenen Entwicklungszuständen, die teilweise bereits seit 10 Jahren diese Methode anwenden, aber das meiste läuft eben dann in China. Ja. Ja. Die Chinesen sind viel eher da aufgesprungen auf den Trend. Diese DLE-Technologie aber wird natürlich verfeinert, weil also die ganz frühen Methoden sind sehr materialintensiv. Also man braucht praktisch ein Aluminiumoxid. Daran wird dieses Lithium angebunden, ja, über ein sogenanntes Ionen-Exchange, also IX-Verfahren, ja, nennt man diese Kategorie. Und dann gibt es noch andere Verfahren, es gibt dann also ein SX, ein Solvent Extraction. Da ist man sich aber im Augenblick noch nicht so sicher, ob man das wirklich zur Perfektion treiben kann, weil nämlich unter Umständen man dort organische Substanzen mit einspült in das, was wieder in den Salar geht und dann langfristig eben die Salar physikalische Zusammensetzung ändern könnte und dann eben genau das, ja, also die Krebse und die Lagunen und so weiter, das könnte das alles ändern. Deswegen ist man da im Augenblick eher skeptisch. Wir haben uns auch die verschiedenen Technologien angeschaut. Wir haben uns insgesamt 14 angeschaut. Wir haben nicht gedacht oder wir haben uns darauf festgelegt, dass wir nicht auch nochmal unsere Technologie so als ganz neue Technologie entwickeln wollen. Das macht einfach keinen Sinn, weil es viel, viel zu viele schon gibt und weil die auch wesentlich weiter sind. Aber es gibt eben zum Beispiel, also um jetzt mal den Deutschlandbezug auch wieder herzustellen, also gerade jetzt im Bereich der dieser DLE-Materialien ist das Karlsruher Institut für Technologie, das KIT, ist zum Beispiel ganz groß dabei. Dort, die machen so Manganoxid-Verfahren anstelle des Aluminiumoxids. Das bringt oder soll eine höhere Ausbeute bringen.
ultimativ muss man sagen, dass wenn man dann eben sich für diese Methode entscheidet, also eine Methodik der Direkt-Lithium-Extraktion, diese Adsorptionstechnologie, dann kann man dann auch mit der Technologie später dann wachsen. Das heißt also, man kann auch die ursprünglichen Materialien kann man dann ersetzen und die neuen Materialien, die vielleicht noch effizienter sind, noch besser sind und so weiter, die kann man nutzen. Also das ist eigentlich ein spannendes Thema. Ja. Der Wasserhaushalt ist einerseits ein Thema. Das andere ist, dass man mal abgesehen von Chile hat die kürzesten Evaporationstrocknungszeiten, ja, aber man braucht immer noch ungefähr ein Jahr, bis man aus der hochgepumpten Sohle dann irgendwann sein Lithium heraus in kristalliner Form herausbekommt. Okay. Ja, ein Jahr ist schon ein bisschen Zeit. Genau, durch diese Evaporation. Ja, mit diesem DLE-Verfahren verkürzt du das Ganze auf 20 Tage. Gleiche Menge. Okay. Ja. Das heißt, du bist also viel direkter. Das zweite Wunderbare dabei ist, dass du trotzdem eigentlich nur Pumpen betreibst. Also nur, jeder Elektrotechniker wird mich an die Wand nageln. Aber du musst nur Pumpen betreiben und die kannst du natürlich wunderbar dann 100% erneuerbar betreiben. Und okay, das ist das, was wir also vorhaben. Mhm. Ja, wir wollen das mit Solar und Speicher neben die Pumpe stellen, also die Pumpstation, die das dann hochpumpt und dann in die Anlage einfüllt. Und wir lassen das Ding 12 Stunden, vielleicht auch 16 Stunden laufen. Das ist eine Skalierungsfrage. Und dann schalten wir einfach alles ab für die Nacht. Und am nächsten Tag geht's wieder weiter. Ah, okay. Weil das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen. Pumpt ihr dann mehr, wenn die Sonne mehr scheint? Oder, also gut, Salar de Atacama, ich glaube, da regnet so gut wie nie. Also von daher werdet ihr jetzt Probleme mit der Sonne eher nicht haben. Aber das genau, also deswegen machen wir natürlich auch Solar. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, dass natürlich Chile im Augenblick, also wenn wir uns die ganze Debatte hier in Deutschland anschauen, dort schon die Nase vorn hat, weil ich habe noch, also im letzten anderthalb Jahren habe ich noch nie von so vielen Projekten gehört, sei es Solar, sei es Wind. Ich glaube, Chile wird bei 2030 ungefähr 80% erneuerbar sein. Okay. Wie machen die das mit der Speicherung? Die müssen die bauen einfach riesengroße Lithium-Speicher. Okay, ich habe jetzt, wo wir immer sagen, geht nicht, machen die einfach. Okay, schön. Ja, genau. Und zwar auch mehrständig. Ne? Also nicht nur eben diese kurzen Fluktuationen, sondern die machen das durchaus auch 6-8 Stunden. Also ich habe jetzt gerade wieder von einem Projekt gelesen. Ich weiß, dass eins in der Planung ist, das ist ein was so die klassische Kohlekraftwerksgröße ist. Ja, von ein paar Gigawatt und das Ganze dann für 8 Stunden. Okay, ja. Das ist eine Ansage, ja. Das ist etwas da, und ich meine, das ist halt meine Vergangenheit jetzt von den letzten 16 Jahren, aber stationäre Energiespeicher, ja, dadurch kennen wir natürlich auch den Justin, weil der eine Methode entwickelt, wie man es noch geschickter machen kann. Das Thema ist natürlich, dass es in anderen Ländern eigentlich einfach akzeptierter ist, als in Deutschland dort mit Energiespeichern zu hantieren. Und Begründung, okay, das kann sich jeder selber zusammenreimen, wo das herkommt, aber man muss einfach sagen, also selbst in England wird in diesem Jahr in der Größenordnung Energiespeicher zugebaut, die in der Größenordnung von, was war das, 3, 4 Atomkraftwerken. Mhm. Ist Wahnsinn. Ja. Also, dass man nur so ein kleiner Seitenhieb vielleicht oder so ein kleiner Anstoß. Man könnte da sicherlich mehr machen, auch hier. Ja, und ich habe da mal eine eigene Theorie dazu. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, weil ich habe so das Gefühl, naja, wir haben in Europa ja ein sehr, sehr gut ausgebautes, vernetztes vergleichsweise gutes Energienetz. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo in Chile bin, dann habe ich zwar irgendwie auch ein Netz, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie gut die Atacama-Wüste angebunden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt irgendwie riesengroße Trassen hat und die gesamte Energieversorgung dann aus dem Netz einfach ziehen könnte. Von daher, wenn man so einen Halbinsel- oder Inselsystem hat, dann muss man ja auch Energie speichern. Also ich glaube, da ist der Bedarf ein ganz anderer und auch der Blick drauf ein ganz anderer, um die Netze stabil zu halten als jetzt bei uns. Also da gibt es natürlich die Erschließungsrate von neuen Netzen oder Netzteilen, ja, muss ich auch sagen, dort, also da ist Chile schon Rekordhalter. Wirklich? Irgendwie in meinen Augen. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, das ist eine Kostenfrage.
Also stelle ich lieber Solar plus Batterie oder Wind, sogar ginge auch in größeren Stile, dort lokal auf, oder aber lege ich eine Leitung. Und so der Break-Even-Punkt sind ungefähr so bei 70 Kilometer Leitungslänge. Mhm. Ja, das ist eigentlich nicht lang. Ja, und dann hast du so ein Break-Even zwischen, also soll ich es lokal lieber powern oder eben halt so. Und mittlerweile muss man aber schon sagen, dass also aufgrund des Booms der Erneuerbaren, also man muss sich einfach vorstellen, Chile hat kein Problem damit, ein 400 Megawatt Peak Solarfeld einfach mal dort zu genehmigen. Irgendwo in der Wüste. Nicht jetzt direkt in den flachen Teil der Atacama, man will die Optik nicht zerstören, aber im Seitental. Mhm. Ja, und da wird das einfach mal dort dahin geklatscht. Bauzeit 1 Jahr, 2 Jahre. Wer ist typischerweise der Bauer? Naja, da gibt es E.ON, da gibt es EDP, da gibt es Enel. Ja, also all die Energieversorger, die hier gar nicht so bauen dürfen, die toben sich da unten alle aus. Und okay. Und oder ob man da jetzt, sagen wir mal, macht man einen Gigawatt Windpark, ja, oder so. Und dann ist natürlich, wenn man jetzt bedenkt, die Erlöse, die sich aus der Stromgewinnung beziehungsweise der Stromabgabe dann geben, da kann man sich dann auch nochmal dieses Leitungsnetzenteil dort eben erweitern. Ja, das ist dann einfach in den Grundkosten dazu. Und dadurch, gerade jetzt in der Atacama, gibt es also im Umfeld durchaus, ich würde mal sagen, im Rahmen von 25 bis 50 Kilometer gibt es also Leitungsnetze. Ja, okay. Aber alle außenrum. Ja. In der Mitte, das berührt niemand. Ja. Dort. Und damit könnte man das Ganze also auch, sagen wir mal, zumindest bilanziell 100% erneuerbar betreiben, ohne dass man jetzt ein eigenes Asset dorthin bringt. Also wir haben jetzt mal geschaut, wir liegen eigentlich so da im normalen Rahmen, was wir bräuchten an Energie. So, also 100 bis 200 Megawatt Peak Solarfeld, da würde den Trick ausmachen, und wir könnten eben also bis zu einer Produktionsstufe ausbauen in der Atacama. Ja. Okay, aber ihr habt euch dagegen entschieden, habt gesagt, naja, okay, komm, wir machen das einfach direkt komplett unabhängig mit PV und Speicher. In unserem anderen Salar, ne? Der Hoyakuel. Dort sind die Verhältnisse anders. Die Anlage ist auch ein bisschen kleiner. In der Atacama könnte es sein, und da kommen wir vielleicht wieder zurück zu diesen ganzen Processing Centern. Also wenn ich jetzt dieses DLE-Verfahren aufstelle, dann brauche ich nur eine ganz kleine Anlage eigentlich. Also im Vergleich zu diesen riesigen Feldern von Evaporation Ponds. Ja, da brauche ich eigentlich nur eine ganz kleine Grundfläche. Also das ist so wie 2 Fußballfelder vielleicht, ja, für die gesamte Anlage. Ja, und die kann man auch noch so platzieren und dann über moderne Brunnenverfahren, ja, dann kann ich das Ganze von der Seite her machen. Dort. Das heißt, ich kann die irgendwo an Hang stellen, wo sie niemandem auffällt, wo man da nicht irgendwie ständig sagt, mein Gott, wie konnte man das genehmigen? Mhm. Ja, dort kann man da hinstellen, und das braucht eigentlich dann auch gar nicht so viel Strom. Und also das ist alles sehr durchaus machbar. Ja. Okay. Und man erwartet, abschließend vielleicht dazu, man erwartet, dass diese DLE-Technologie, also alles, was jetzt diese Brines beziehungsweise diese Sohle Lithiumgewinnung angeht, dass ungefähr 2/3 der Weltinstallationen an Projekten, hauptsächlich natürlich erstmal jetzt die neuen Projekte, die jetzt erst online kommen wird, dass die alle über DLE-Verfahren gehandhabt werden. Sogar auch haben die etablierten 2 in der Atacama jetzt gesagt, dass sie bis 2028 alles konvertieren wollen in DLE-Technologie. Okay. Ja gut, das scheint ja dann the way to go zu sein, ja. Und also du hast ja gesagt, es gibt 2 andere Player, die haben ja jetzt, glaube ich, auch schon, oder hast ja gesagt, dass die jetzt halt Evaporation machen und dass die eben da auch schon aktiv sind und fördern. Und
wie ist, also die Situation in Chile hat sich ja jetzt verändert. Ja? Also ich meine, die machen das schon seit ein paar Jahren, hier mit Kaliabbau und sowas, hat es ja vorhin auch kurz erwähnt. Hat man hier auch einen Podcast mal kurz gehabt, unter dem Stichwort Stickstoff, könnt ihr reingucken, da ging es auch um den Salpeterkrieg, ja. Aber das ist ja alles Geschichte. So, jetzt gerade tut sich ja doch auch einiges, also irgendwo verändert sich ja die Situation in Chile. Ich krieg's immer meine Arbeit am Rande mit, aber du bist da ja natürlich, dich betrifft das ja jetzt direkt, ja. Was passiert denn da eigentlich gerade? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, es gibt natürlich da, also gerade bei der Medien-Coverage muss man da auch so ein bisschen die Streu vom Weizen trennen. Also viele haben natürlich erstmal gesagt, also dass man den Weg, den Bolivien wirklich eingegangen ist, also eine grundlegende Nationalisierung der Lithium-Industrie oder beziehungsweise der potenziellen Lithium-Industrie, denn die sind ja noch nicht im Geschäft, haben die eben vorangetrieben. Das Problem ist immer bei solchen Infrastrukturprojekten, sage ich mal, oder beziehungsweise auch Minenprojekten, ist so, dass natürlich die Investoren, immer wenn die den Staat als Teil darin sehen, dann schrecken die immer gleich zurück. Naja, in Chile ist das also leider so, dass früher sehr viel auch Uran und Lithium zur Tritiumanreicherung. Mhm. 1979 hat Chile dann ein Gesetz erlangt, um die Ausfuhrkontrolle darüber zu erhalten, dass Lithium als kritisches nationales Mineral angesehen wird. Mhm. Das ist eigentlich ein Sonderweg in Südamerika. Ja, aber den hat man eben halt dort eingeführt in das Gesetzgebung und an der hat sich nie jemand gestoßen. Jetzt ist das so, dass man eigentlich, also jetzt als private Firma, auch heute schon oder beziehungsweise also auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte dort eigentlich nie die Rechte am Lithium selber hatte. Man muss sich vorstellen, also Socomech und Albemarle haben Lizenzen dort von einer staatlichen Organisation, die sich Corfo nennt. Dort, die haben Rechte, dass sie das eben aus dem Boden holen können. Okay. Ja? Und müssen dafür dann einen gewissen Beitrag an den Staat abgeben, ihre Umsätze beziehungsweise ihre Gewinne. Und das dient dann wiederum zum Wohle des Volkes in Chile, ja, was ja durchaus legitim ist. Ja, das ist ja kein Thema. Wo ist da der Unterschied zu einer Steuer? Also erstmal ist es ja das Gleiche, wie wenn wir jetzt hier sagen, okay, du musst jetzt Steuern auf deine Produktion oder so zahlen, ja. Ja, also das kommt eben halt noch zusätzlich. Ne? Also, so, okay, also du musst deine normalen Unternehmenssteuern und deine normalen Geschäftssteuern, ja, und so. Und dann hast du noch eine, sagen wir mal, eine Sonderabgabe. Mhm. Und das teilt sich eigentlich so ein bisschen zwischen, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem sozialen Teil, ja, also das wurde schon in der Atacama etabliert. Da gibt es ein Konzil von 19 Anrainer-Communities, ja. Ja. Die alle aus diesen Beiträgen, die diese beiden Firmen aufgrund der Exploitation der Ressource Lithium eben anteilig bedient werden. Damit werden dann wiederum also Schulen gebaut und Wasserversorgung und so weiter verbessert und alles Mögliche. Also sämtliche, sagen wir mal, Community Benefits oder Vorteile, die man eben dort erhält. So, und das Ganze eben war aber immer so ein bisschen behaftet mit dem, ja, wie wir so sagen, mit dem Geschmäckle, dass da gewisse Sachen nicht ganz so sauber laufen. Und um dem Ganzen jetzt eigentlich einen Riegel vorzuschieben, dann hat man dann gesagt, naja, und wie machen wir das denn mit neuen Erschließungen? Weil nämlich außer diesen zwei Firmen wird bis heute eigentlich dort in Chile in den letzten 7-8 Jahren ist kein weiteres Kontingent an Lithium Mining dazugekommen. Ja, also es war immer blockiert aufgrund der bisherigen Gesetzgebung. Und jetzt hat man eben gesagt, wir müssen das jetzt endlich mal regeln und es sollte zum Wohle des Volkes sein. Es sollte auf der anderen Seite aber auch eben halt die Umweltaspekte einfließen, weil da wird also vorgeschrieben, dass Evaporation in Chile nicht mehr möglich ist. Mhm. Das ist also wirklich vom Tisch und man muss ganz ehrlich sagen, DLE ist auch weit genug entwickelt, um da eigentlich jetzt umzubauen und loszustarten. Ja. Und auf der sozialen Seite eben ist es so, dass also jetzt
die neue Regulierung vorgibt dort, dass man eben ein Staatsbetrieb als Partner hat. Okay. Ja. Ja. Das klingt erst oder es klang erstmal so dort, dass die mehrheitsbeteiligt sein müssen. Mhm. Ja, das ist aber so gesehen, dass sie mehrheitsbeteiligt an dem Land sind, beziehungsweise an dem Reservoir. Ja. Ja. Und jetzt ist das natürlich alles noch in den Sternen oder sagen wir mal so, noch nicht offiziell in Gesetzgebung gegossen wird, wie das genau abläuft. Ja, da kann ich auch nicht so viel zu sagen dort im Augenblick, als dass man eben halt dann verhandelt. Und es werden die alten Verträge sogar, oder zumindest war das mal die Ansage von dem Präsidenten von Chile, jetzt angefasst und in eine neue Methode übergeführt. Okay. Also heißt, man macht Even Playing Field, alle kriegen jetzt neue Verträge, es wird neu aufgesetzt, kein Protektionismus mehr von bisher bestehenden Betreibern. Genau. Ja. Ja. Und das andere Thema ist natürlich, dass man, also gerade was in Chile sehr schwierig, oder nicht schwierig, aber sagen wir mal, länger dauert, ja, sind die hohen Umweltauflagen. Also das hat Chile jetzt schon seit mehreren Jahren erkannt, ja, und das sogenannte EIA, also die Environmental Impact Assessment Studie, ja, da macht man Messungen am Boden dort, man muss nachweisen auch, dass man den Salar oder das Reservoir nicht stört. Ja, und das geht natürlich wunderbar mit diesen DLE-Methoden, aber man muss sie eben halt machen. Ja, okay. Und das ist das, was im Minenbereich natürlich dann immer etwas länger dauert. Aber man kann sagen, dass also Lithium wird, im Augenblick ist es einer der stärksten, hat jetzt den Rang abgelaufen bekommen, natürlich über die letzten Jahre dort von diesen enormen Investitionen und den enormen Ramp da in Australien und China natürlich, aber es wird doch vorhergesehen von den Analysten, dass Chile wieder dominant in die Nummer 1 in der Welt sein wird. Ja, was Lithium Vorgabe gibt. Ja, die Top, also die, wenn man sich die also ich kriege halt viel diese Datenbanken dort mit diesen zukünftigen Projekten zugeschickt. Und wenn man sich das Ganze dann also zusammen bastelt und vorhersieht, ja, dann muss man sagen, also die Top 5 größten Produzenten, davon sind die Top 3 sehr wahrscheinlich aus Chile bei 2030. Okay, weil ich hatte jetzt, also es wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du jetzt meintest, ja, hohe Umweltauflagen und dadurch dauert das ja vielleicht auch manchmal ein bisschen länger, bis jetzt eine Produktion anlaufen kann. Was ich jetzt so mitbekommen hatte, ist, dass jetzt auch Argentinien als ziemlich vorangaloppierend wahrgenommen wird, weil da jetzt auch der Abbau immer stärker kommt. Chile hat ja immer schon ein bisschen Abbau bisher gehabt. Argentinien baut das ja nach und nach auf, haben ja jetzt auch mittlerweile einige Projekte am Laufen. Gut, Bolivien ist klar, die hatten halt mit den politischen Unruhen jetzt auch ziemliche Probleme, sage ich mal. Da gab es ja auch da war ja eigentlich auch ein deutsches Unternehmen mit dabei, die dann rausgeflogen sind, als jetzt dann da, Staatsstreich war es nicht, aber als es da diese Unruhen gab. Aber Argentinien wurde mir jetzt öfters gesagt, so da auf die muss man achten, wenn es jetzt um Lithium geht in den nächsten Jahren. Ja, also man muss das wirklich in der Zeitschiene betrachten. Mhm. Also Lithium oder Argentinien ist hat im Prinzip schon ein schnelleres Verfahren. Also dort geht zum Beispiel auch immer noch die Verdunstung als Konzept. Ich kenne zwei Firmen, die immer noch mit Verdunstung arbeiten. Andere haben keine Auflage, dass wenn also diese sogenannte Depleted Brine, also sprich dort die Sohle, wo das Lithium bereits rausgenommen wurde, wenn das zurückfließt, dass es nicht in die Tiefe, sondern einfach eben über die Landschaft gekippt wird. Da gab es dann gewisse Querelen mit deutschem Zusammenhang, ja, wo man gesagt hat, das ist aber auch nicht umweltfreundlich, weil man schon wieder die Oberfläche und die Fauna und Flora eigentlich der Salaroberfläche dort berührt und ändert. Man muss sagen, also Argentinien hat trotzdem, und Argentinien hat vor allen Dingen eins, und das ist das, was man sich, soweit ich das höre, in Chile auch gerade anschaut, ist, dass man eine gewisse Menge an Produktion von Lithium ohne einen riesigen Genehmigungsverfahrensstau machen kann. Mhm.
Okay. Ja. Also man kann da einfach loslegen und dadurch ist das jetzt ein bisschen schneller. Und das sieht man bei all diesen Projekten, die jetzt alle online kommen. Das ist aber für mich insofern, wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, dass die eigentlich überall alle einen Bruchteil dessen machen, was also allein aus diesem einzigen Salar der Atacama herauskommt. Also um mal die Größenordnung festzulegen, man redet ja immer von Lithium Carbonat-Äquivalenten. Mhm. Ja, das ist so die Maßeinheit, in dem man die verschiedenen Methoden der Gewinnung, sei es eben über irgendein Hardrock-Mining oder eben über ein Sole-Mining, das gewinnt. Ja, Lithium Carbonate ist so der Stoff, der Grundstoff, der dann aufbereitet wird und gereinigt wird, um dann in die Batteriezellen einzufließen. Ja, also Lithium Carbonate Equivalent. Ja. Also ja. Carbonate und Hydroxid gibt es ja die beiden, aber Carbonate ist ja so das einer davon beiden. Und Lithiumcarbonat ist halt eine gewisse Gewichtsmenge und eine gewisse Lithiumanteil und deswegen sagt man Carbonate Äquivalente. Mhm. Ja, also das ist wie bei Öl gibt es das doch, glaube ich, auch. Ne? Ja, gibt es ja standardisierte Größen und Qualitätsgüten, genau. Ja. Genau. Damit man es auch handeln kann jetzt, ja. Genau so, ja. So, und da redet man dann immer von so und so viel 1000 Tonnen im Jahr. Mhm. Ja, und was so die gängigen Größen, also oder beziehungsweise was die der größte Output ist, glaube ich, in Australien im Augenblick, aber was man generell da so sieht, sind in Chile sind ist die Socomech oder SQM, ja, mhm. die mit 160, 180.000 Tonnen jährlichen Ausstoß Produktion eben halt den Weltmarkt bedient. Ja, okay. Das ist im Augenblick eigentlich schon so ziemlich das Höchste, was es gibt. In Argentinien sind aber die ganzen Salare etwas kleiner. Ja, sie sind gut zugänglich und man kann viel machen dort und so weiter, aber eben halt auch von der der Menge des Lithiums, das im Salar vorhanden ist, sind die etwas geringer. Und da ist es dann so, dass der Ausstoß oder beziehungsweise die Produktionsmenge eigentlich dort eben halt dadurch auch geringer ist. Also man redet dort vielfach vom Ausbau auf 50.000 Tonnen. 30.000 Tonnen, 20.000 Tonnen, 60, 70, ja, oder so. Aber wenn man dagegen dann hält, dort 180.000 Tonnen aus einem Solar, von einer Firma, in einer Operations, dann ist das doch mal ein Vielfaches und dann muss man sagen, man muss die einfach gegeneinander aufgewichten. Ja, klar. Der Markt insgesamt, also nur um das vielleicht auch nochmal dort deinen Zuhörern zu vermitteln, heute, also 2022 war der Markt ungefähr 550.000 Tonnen jährlicher Bedarf, ja, also ja. Abnahme. Der soll sich steigern eben 2030 auf wesentlich über 1 Million, je nachdem wie bullish dort die einzelnen Analysten sind, ja, kannst du davon ausgehen, dass es 1,2 bis 2,5 Millionen Tonnen. Ja. Und bei 2034 erwartet man, dass der Bedarf aufgrund von Batteriezellenherstellung bei 3,5 Millionen Tonnen liegt. Ah, Wahnsinn, ja. Ich hatte hier mal aufgegriffen, ich glaube, Vervierzehnfachung hatte die Internationale Energieagentur gesagt und die sind ja, was Erneuerbare angeht, meistens immer ein bisschen konservativer unterwegs in der Schätzung. Ja. Genau. Ja. Aber also die Vervierzehnfachung, die kommt hin. Also das ist etwas, wo viele darauf kommen. Und jetzt, es gab einige jetzt gerade aus dem europäischen Umfeld, die hochgerechnet haben, eben aufgrund von fixen Lieferverträgen. Für Lithium heute und was das bedeutet für die als Verhältnis gegenüber der Anzahl von Gigafactories, die alle in Planung sind beziehungsweise noch gebaut werden sollen. Ja, da muss man wirklich sagen, also diese Zahlen kommen hin. Das ist ein riesiger Bedarf. Die Frage ist, also Salare sind alle bisher gefunden und zumindest mal gesampled worden. Ja. Man kann da nicht mehr so viel Neues finden. Ja.
Man kann in die Tiefe gehen, man könnte auch unterirdisch da im Golf von Mexiko könnte man unter Umständen an den Rändern noch was finden, ja, oder so, aber ja, ganz ehrlich, so viel mehr gibt es da nicht. Auf der kristallinen Seite, also sprich den Rock Minern, da gibt es sicherlich noch viele Anliegen, wie zum Beispiel eben auch Zinnwald, ja, in Sachsen, glaube ich, oder Thüringen. Ja, wobei, da war ja Geothermie, oder? Nee, warte mal, im Rheinkram war das mit den... Der Rheinkram ist die Geothermie, genau. Ja. Und da muss man einfach sagen, also Lithium-Vorkommen werden ja durch drei Verfahren oder Lithium wird gefunden in drei Umgebungen hauptsächlich. Ja? Also wo es auch Sinn macht abzubauen. Das eine sind diese Salare, die ursprünglich durch vulkanisches Auswaschen und dann ständige Verdunstung und wieder neuem Ausstoß dort, also von thermalen Flüssigkeiten eben Lithium anliefern. Dann die tiefen Mengen, also diese tiefen Aquifer, ja, das ist eben wieder Reingraben dort, auch vulkanischen Ursprungs, ja, wo man das heiße Wasser eben halt rausholt. Geothermie, ja, da gibt es eben Quellen. Und dann gibt es eben halt auch noch dann so Verlehmungen dort, das ist an Randen von Vulkanzonen. Und dann wird es dann eben, ja, langsam kommt man dann zu den Ölsanden. Da gibt es auch eben noch etwas. Und früher, ich meine, bei der Ölförderung oder auch bei der Erdgasförderung, ja, in Kanada zum Beispiel, da haben die immer versucht, das Lithium gleich abzuschalten. Ja, wollten es gleich loswerden, weil es eben halt den Brennwert oder die Qualität des Öls beeinträchtigt. Ja. Haben die einfach, also bloß weg damit, irgendwo auf eine Abhalde geschafft. Vielleicht hat sich ja im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte da genug angesammelt, aber nein, aber es gibt also, wie gesagt, eine endliche Menge an abbaubaren oder an kommerziell sinnvollen Lagerstätten. Ja, also Meerwasser ist ja auch Lithium drin, ja, das ist aber unter 0,1% Volumenprozent, soweit ich das weiß, ja, das heißt, man müsste dort also schon sehr viele Jahre eigentlich sammeln, bis man dort eben substanziell das Ganze abbauen könnte. Ja. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal hier auch in der letzten Episode zu Lithium erwähnt, weil in Saudi-Arabien gab es ein paar Forscher, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier einen Prozess, der würde gehen und das dann auch halbwegs irgendwo in der Größenordnung. Also das sehe ich schon, dass es in den nächsten Jahren irgendwann kommt, insbesondere wenn halt die Preise steigen, weil es ganz klar, wenn das Angebot irgendwo stabil ist und die Nachfrage steigt, und sie wird ja steigen wahrscheinlich, dann wird sowas natürlich auch wieder rentabler, ne? Aber müssen wir mal schauen, wann das dann mal soweit ist, ja. Also im Augenblick, glaube ich, ist der Preis nur deswegen so hoch, und der ist ja jetzt gerade dieses Jahr jetzt wieder ein ganzes Stück runtergekommen. Ja, ja. Es wird auf jeden Fall der Verarbeitungsmenge folgen. Also ich glaube, um Vorhersagen zu machen, wie sich der Markt entwickelt, ist die Anzahl der Batteriezellenfertigung oder der Kapazitäten dafür das Maß aller Dinge. Ja. Ja. Und da spielt natürlich, was worüber du ja auch schon mal einen Podcast gemacht hast, soweit ich das weiß, Recycling-Methoden, ja, und was sich da alles tut, denn irgendwann wird man dazu kommen, dass man eben das Lithium auch recycelt. Es wird sehr wahrscheinlich nicht 100% eine Kreislaufwirtschaft sein. Es wird immer noch, also gewisse Fördermengen werden immer noch benötigt werden, aber meine Meinung, aber da weißt du vielleicht sogar schon mehr. Es ist ganz lustig, weil das ja genau mein Arbeitsthema ist, gerade wo ich gerade dran arbeite und ich jetzt auch auf ein Forschungsprojekt anfange, wo wir uns genau das, also zum Teil anschauen. Ja. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob ich das jetzt schon sagen darf. Ich glaube, ich schneide das danach mal raus. Also ich arbeite zum Thema Recycling unter anderem auch mit Fokus auf das Thema Lithium. Das kann man ja so sagen, mehr vielleicht dann an anderer Stelle. Und was ich hier immer sehr interessant finde, ist, dass es so ein gewisses Missverständnis gibt darüber, wie Recycling funktioniert. Weil ganz viele sagen jetzt so, ja, wir recyceln dann alles und wunderbar. Und dann denkt man sich so, naja, wann funktioniert denn Recycling? Recycling macht man ja nicht einfach so, sondern derjenige, der diese Anlagen betreibt, der will ja auch Geld verdienen. Und der wird dann halt erst seine Recyclinganlagen aufbauen und in Betrieb nehmen, wenn es genügend Produkte
überhaupt im Markt gibt, die dann irgendwann aus dem Markt rausfallen, weil jetzt ein Elektroauto, wenn ich das jetzt heute auf die Straße stelle, dann werde ich das ja nicht morgen recyceln, ja, sondern dann fährt das erstmal irgendwie 10 Jahre, vielleicht sogar noch länger, bis das überhaupt mal beim Recycler aufschlägt, ja, und dann also wir können nur recyceln, was überhaupt da ist, und also bei mir am Lehrstuhl machen wir genau das, eben so Simulationen von Lebenszeit, also wie lange sind diese Anlagen im Betrieb, das nennt man dann auch sozusagen, nennt man dann Stocks, ja, also anthropogene Lagerstätten von Rohstoffen. Und mit wie viel kann man dann denn pro Jahr rechnen, dass da zurückkommt, dass man überhaupt mal nennenswert Recycling machen könnte. Und dass wir also um 100% von unserem Bedarf über Recycling abdecken zu können, bräuchten wir eigentlich, also ist ganz klar, müssten wir eigentlich mehr aus dem Stock rausnehmen, als dass wir in den Stock reinbringen. Ja, ist ja klar, wenn wir auf der einen Seite Lithium reinschieben und auf der anderen Seite rausnehmen, müssten wir ja, um 100% zu erreichen, zumindest genauso viel hinten rausziehen, wie wir vorne reinschieben. Das heißt, zumindest mal müssen wir den Stock stabil halten, und da hat man ja noch ein paar Verluste und sowas dazwischen. Also von daher würde man den Stock, also diese Lagerstätte, schrumpfen lassen, und da sind wir halt noch meilenweit davon entfernt. Das haben wir ja nicht mehr bei den großen Metallen wie Stahl erreicht, weil wir halt einfach Volkswirtschaften haben, die massiv wachsen, mit China, die da super viel Material auch verbauen und verbrauchen. Und das geht also noch viel extremer. Da sind wir ja noch am Anfang der Kurve, haben wir bei Elektroautos und bei stationärer Energiespeicherung. Also bis wir da mal mit Recycling, also klar, das wird irgendwann mal eine Rolle spielen, und das wird auch eine bedeutende Rolle spielen, aber dass wir da Richtung 100% Versorgungsabdeckung kommen, das ist illusorisch meiner Meinung nach, ja. Ja, genau. Also das ist, also ich sehe das ähnlich, dass man da jetzt also nicht komplett, sagen wir mal, in eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft gehen kann dazu. Und ich meine, aber es wird sicherlich Teil der Lösung sein, immer größeren Bedarf mit abzudecken. Ja. Und ich war neulich gerade bei einer Konferenz, da gibt es ein deutsches Unternehmen auch, die gerade eben dieses Black Matter, also sprich den Lithiumbereich, sich anschauen fürs Recycling. Ja, und dafür sehr gut hocheffizientes Equipment herstellen wollen. Ja. Und weil im Augenblick muss man sich auch klar machen, dort Batterie-Recycling läuft wegen anderer Grundstoffe, die man leichter trennen kann. Ja. Das ist Kobalt, das ist Mangan, das ist Nickel und das ist eben halt Kupfer und Aluminium. Ja. Das sind diejenigen, wo es auch einen Markt für recycelte Materialien gibt. Das Lithium selber, das interessiert noch niemanden. Wirklich. Ist auch viel zu günstig. Oder beziehungsweise. Ja. Ist viel zu günstig, es lohnt sich einfach nicht. Ja. Und von daher, also denke ich, dass es da immer, also im, sagen wir mal, für die nächsten 20 bis 30 Jahre dort immer noch einen Shortfall gibt. Also wenn man jetzt aber auf der anderen Seite sich mal anschaut, also auch diese, um nochmal auf das Thema Ressourcen zurückzukommen, ja, interessant sind natürlich auch, sagen wir mal, diese Größen dieses Reservoirs. Und da ist etwas, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also dieser Salar der Atacama ist eben halt der zweitgrößte Salar mit Lithiumvorkommen. Bei der heutigen Fördermenge von den beiden Firmen, die wir vorher schon genannt haben, diese Fördermenge dort weiterzuführen für die nächsten 2000 Jahre ist kein Problem. Mhm. Ja. Ja, also man muss sich vorstellen dort, dass der gesamte Lithium-Content, den man so über Messverfahren gemessen hat, teilweise für die Umweltstudien, die wir vorher angesprochen haben, als auch für einfach weitere Exploration, ist, also die ist endlos. Man muss sich das vorstellen. Ja. Das ist eine Schichtdicke von 2,5 Kilometer, die hochgradiges Lithium drin hat. Ja, und das ist einfach fantastisch. Das ist eine Menge. Ja, also wir haben hochgerechnet, allein auf unserem Konzessionsgebiet, dort, also, entweder wir machen halt eben den Weltmarktbedarf für die nächsten 20 Jahre. Ja, ja, dann müsste man allerdings sehr große Produktionskapazitäten aufbauen. Ja, ja. Oder aber wir könnten auch eine Gigafactory für die nächsten 800 Jahre dort bedienen. Ja. Okay, Ansage, ja. Das sind so die unterschiedlichen Konstruktionen. Aber man muss es natürlich erstmal aufbauen. Man muss es dann auch verträglich aufbauen. Und das Ganze muss halt auch in das zukünftige Bild reinpassen. Ja. Also, da muss man schon realistisch sein. Ja, und irgendeiner muss es ja am Ende des Tages auch finanzieren, ist ja klar. Also wie ich es vorhin gesagt habe, ist aktuell halt noch sehr günstig und also vergleichsweise nach dem Moment, was es ansetzt. Ne?
Ja, aber sehr, sehr spannend. Danke dir für den Einblick da auf jeden Fall. Und dann der größte Salar, also der Salar de Uyuni, der wurde ja noch, also bis auf ein paar Pilotprojekte, die da laufen, läuft da ja noch keine nennenswerte große Produktion von Lithium. Nee, genau, der kommt ja auch noch dazu. Der kommt ja noch dazu. Also, also die haben Infrastrukturprobleme da, ne? Also der ist halt sehr weit abgeschnitten, sag ich mal. Aber gut, das sind ja alles Probleme, die man dann irgendwie lösen könnte, wenn man denn will und wenn man nicht gerade irgendwie politisch instabil ist, so wie das Bolivien halt immer mal wieder in der letzten Zeit war. Genau. Gut, schön. Nee, finde ich super interessant. Was mich jetzt natürlich auch noch interessieren würde, ihr habt ja das Projekt, das läuft ja jetzt neu an, also ihr seid jetzt auch ein neues Unternehmen, das in Chile anfängt zu arbeiten, also gut, jetzt schon seit ein paar Jahren, aber ich finde das immer so interessant, ich habe immer so eine Nummer, eine Jahreszahl im Kopf, wie lange dauert das denn eigentlich, bis man so einen Bergbaubetrieb an den Start bringt, jetzt ist es bei euch nicht direkt Bergbau, sondern ja Soleförderung. Wie hat sich denn euer Projekt entwickelt? Wie lange hat das alles gedauert? Was waren vielleicht auch so Stolpersteine und Herausforderungen? Und ich meine, du hast ja vorher auch schon mal andere Unternehmen geführt und gegründet. Wo waren denn da vielleicht auch Unterschiede? Also, wenn jetzt eine geneigte Zuhörerin oder eine zuhörende Person hier selber ihren Bergbauunternehmen gründen möchte, worauf müssen sie sich einstellen? Ja? Also, fangen wir vielleicht mal an dort. Also, wenn man ein normales Bergbauunterfangen neu starten möchte, ja, dann hat man ja natürlich erstmal die Idee, dann macht man ein paar Messungen und so weiter und so weiter, also die verschiedenen Entwicklungsstufen, da können wir gleich nochmal drauf einsteigen, aber man, das ist schon, sagen wir mal, eine etwas längeratmige Geschichte, man muss auch also die Durchhaltepower haben. Vielfach ist es so, dass man sehr schnell eigentlich an die Konzessionen rankommt und dann erstmal natürlich dieses ganze die ganze Geologie, die ganze geophysikalischen Beschaffenheiten und so weiter verstehen muss. Mhm. Und das dauert eigentlich sehr lange. Und bis man dann eigentlich in Produktion geht, sagt man im Salarumfeld 7 bis 9 Jahre im Sole-Verfahren dort. Ja, in normalen Bergbauverfahren kann es 7 Jahre bis, ich habe auch schon welche gesehen, die nach 15 Jahren erst ihre Produktion aufnehmen können. Ja. Hauptsächlich in Afrika. So, vielfach ist natürlich immer so, man muss sich das auch mal ganz klar vorstellen. Man holt Mineralien oder eben die Stoffe, die man eben produzieren möchte, die Rohstoffe, die holt man aus dem Boden in einem Land oder in einem Gebiet, was einem nicht notwendigerweise gehört. Mhm. Und jetzt gibt es 2 Interessensbekundungen. Das eine ist, ja, also als Minengesellschaft möchte man gerne eben halt das entwickeln und diese Rohstoffe vermarkten. Die Landbesitzer auf der anderen Seite sagen, naja, es ist mein Grund und Boden und ich möchte dort dafür etwas auch einen Vorteil für mich haben. Mhm. Ja. Und das geht also dann von national bis lokal, dass dort also verschiedene Interessensbekundungen eben stattfinden und die muss man alle unter einen Hut bringen. Das dauert dann meist ein bisschen was und man macht das typischerweise in Schritten, denn man kann großartige Versprechungen natürlich machen, dass man alle beteiligt, aber wenn man nicht weiß, was im Boden ist, dann bringt das auch nichts. Ja, klar. Und da muss man dann eben sehen, dass man also das in iterativen Schritten macht, immer wieder Verfeinerungen dort natürlich, was habe ich gefunden, das ist, um auch, sagen wir mal, Investoren eine gewisse Grundsicherheit zu bieten, in was sie denn da eigentlich investieren. Ja. Muss man das natürlich auch veröffentlichen. Also da geht es dann um Bohrergebnisse, da geht es um Bodenanalysen, Bohrkerne und Daten und so weiter. Und das Ganze ist eigentlich weltweit auf ungefähr 5, 6 verschiedene Standards heruntergebrochen, da die relativ äquivalent sind in ihren Standardisierungsverfahren, wie man so etwas darstellt. Und man kann erst dann von einer Ressource reden, wenn man nachgewiesen hat, dass wirklich auch etwas da ist. Okay, also Basics. Aber das dauert halt alles eine Zeit, weil man muss dann auch bohren. Und man muss sich zum Beispiel vorstellen, also um ein praktisches Beispiel zu bringen, wenn ich 1000 Meter bohren will, ja, sei es jetzt mal in einem Salzsee, dann und ich möchte 1000 Meter bohren, dann dauert das durchaus 8 Wochen. Also reine Bohrzeit. Mhm.
Also wie beim Erdöl-Drilling, oder? Dann im Endeffekt. Ja, genau. Ne? Aber typischerweise geht Erdöl-Drilling sogar noch schneller. Ja, weil A muss man nicht so tief. Ja, da findet man dann meistens Schichten so 500, 600 Meter tief. Ja, und es hat wirklich was mit der Bohrgestängelänge oder mit der Bohrtiefe zu tun. Ja. Und auch natürlich mit der Gesteinskonsistenz. Also was finde ich denn da in den verschiedenen Schichten? Ja. Und kann auch viel passieren. Ja, vielleicht muss man nochmal daneben nochmal neu anfangen. Ja. Mhm. Aber mal abgesehen davon, also ganz allgemein, also das dauert halt einfach Zeit. Und mit einem Bohrloch kann man noch keine Aussage treffen, sondern man muss dann eigentlich eine diverse Anzahl, je nach Gebietsgröße, bringen. Und da gibt es gewisse Vorgaben, eben wie man dann jetzt, also die Gesteinsproben oder die Mineralienproben dort aus einem Bohrloch interpretiert und wie man, in welchem Radius man denn annehmen kann, dass es eine gewisse homogene oder stetige Verteilung von dieser Menge gibt. Ja, und das sind dann die sogenannten Indicated und Inferred. Ja, Inferred bedeutet eigentlich, dass man es extrapoliert und dann eben sagt, naja, so viel vermuten wir, könnte da auch noch drüber hinaus sein. Ja, aber zurück zu dem, also diese ganze Vorbereitung, die dauert meistens so die ersten 3 Jahre. Ja, und dann ist natürlich auch immer noch das Permitting. Da und in der Zwischenzeit entwickelt man ein Konzept, wie man denn abbauen könnte. Ja, also wie, was wir vorhin besprochen haben, ob man jetzt eine DLE-Technologie verwendet oder, keine Ahnung, Heap Leaching oder was auch immer dort in einem Rock-Environment, dass diese Verfahrens Entwicklung, diese Konzeption, auch wie man Strom, Wasser und so weiter dort alles bereitstellt, ja, das wird dann eben aufgebaut und das landet dann irgendwo in einer Studie. Das nennt sich als erster Indikator nach kanadischem Umfeld PEA, also Preliminary Economic Assessment. Mhm. Und das ist also eine standardisierte Studie und dann im zweiten dann eben in PFS beziehungsweise DFS. Also PFS ist Preliminary Feasibility Study und das andere ist eben dann Bankable oder Definitive Feasibility Study. Ja, und das ist eigentlich die Grundlage dessen, wo man auch Finanzierung ansuchen kann, wo man dann mit Investoren redet und sagt, also pass mal auf, so sieht das Konzept aus, wir haben es komplett durch ingeniert und durchgedacht und analysiert und wir vermuten dort, oder beziehungsweise wir können eigentlich sagen dort mit sehr großer Gewissheit dort, wenn wir das so entwickeln, dort, dass dann eben auch ein Benefit und ein Return dabei rauskommt. Ja. Ist dir der Bree-X-Skandal ein Begriff? Entschuldige, nochmal. Bree-X-Skandal ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Das ist schon ein bisschen länger her, 1997. Und zwar das, was du gerade eben gesagt hast mit diesen Economic Viability Studies und Co. Mhm. Die sind mittlerweile recht gut standardisiert, insbesondere auch in Kanada, weil es damals dort eben ein großes Projekt gab von einem Konzern der Bree-X Minerals Limited hieß. Wird auch als Busang-Schwindel bezeichnet. Und damals gab es diese standardisierten Auskunftssachen eben noch nicht. Und die haben damals systematisch und strategisch eben Bohrergebnisse gefälscht, um dann da Geld mit zu verdienen. Und damals gab es dann eben einen riesengroßen Nachfragerush, weil die damals gesagt hatten, dass sie das größte jemals entdeckte Goldlagerstätte, ich glaube in Borneo war das, entdeckt hatten. Und damals gab es dann so richtige Probleme auch für die, also Kanada ist ja bekannt für die Bergbauunternehmen, die dort sitzen, vor allen Dingen auch kleine und mittelständische, aber auch viele große. Mhm. Und die hatten damals richtige Probleme, bis dann Kanada da die Regularien mal ein bisschen verschärft hatte. Ihr sitzt ja mit eurem Konzern sitzt, glaube ich, auch in Kanada. Und Idee ist auch so ein bisschen dieses Thema Stupid German Money zum gehen, hatte ich hier auch im Podcast mal aufgegriffen. Weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Stupid. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, also es gibt so einen lustigen Effekt, dass ganz viele internationale, insbesondere kleine und mittelständische Bergbauunternehmen haben ganz oft eine Webseite auf Deutsch. So, da ist so ein bisschen die Frage so, naja, warum haben die jetzt eine Webseite auf Deutsch? Ich meine, Deutschland ist jetzt klar ein wichtiges Land für die größte Wirtschaftsnation, aber die haben teilweise eben eine auf Englisch und eine auf Deutsch oder auf Französisch und auf Deutsch, aber teilweise dann eine auf Deutsch, bevor sie auf Englisch haben.
Und das ist so ein bisschen komisch, bis man mal schaut, wer investiert denn gerne in so Hochrisikoprojekte. Ich meine, ihr seid ja jetzt schon entwickelt, aber es gibt ja auch ganz viele, die dann irgendwie 3-4 Leute haben, die irgendwelche Vorstudien haben und direkt Gelder über irgendwie ein IPO versuchen einzusammeln. Und dann gibt es den Begriff des Stupid German Moneys, weil aus irgendeinem Grund die deutsche Mittelschicht, so der Zahnarzt aus Hintertupfingen, die stehen total auf so Bergbau-Aktien. Ne? Warum also auch den immer? Begriff hatte ich noch nicht gehört, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich habe da auch sogar schon Kontakt mit gehabt. Ja, okay. Mit so etwas. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, teilweise ist es auch wirklich, das ist aber nicht nur deutsches Geld. Also Deutschland investiert gerne risikoreich, gerade natürlich in Ressourcen, weil Deutschland ja immer ressourcenarm ist. Ja, ja. Klar. Ja. Und das hat auf der einen Seite was Exotisches, auf der anderen Seite eben ist es auch dann immer eine fantastisch dargestellte Story. Ich meine, wir alle wissen, dass Marketing in Nordamerika, sagen wir mal, sehr convincing ist, ne? Oder sehr sehr überzeugend ist und entsprechend eben das Ganze dort durchaus missbraucht wird, sagen wir mal so. Ja. Und aber das Ganze gibt es auch aus England und auch aus Australien. Also da gibt es weniger eben, also die alle Target Europa haben. Ja, und da gibt es dann ganze Zirkel von Leuten, die genau dieses eben catern, die dann in so Investoren Vorträge eben halt, Roadshows und so weiter organisieren, wo interessierte Investoren eben halt einbringen können. Das Problem hauptsächlich, was ich sehe, ist dort, dass viele wirklich weniger von der Materie als vielmehr von dem Prozess eine Ahnung haben. Ja, und dass da natürlich also viel Geld eingesammelt wurde, aber noch nicht mal unbedingt so viel Gewinn draus geschöpft werden konnte, gerade in Deutschland. Aber das ist ein weitläufiges Thema. Ja. Also wir sind zum Glück lange nach so einem IPO. Wir haben sehr viele sogenannte Retail-Investor, also sprich kleinere Investoren, hauptsächlich privates Geld, was aber dann sich auch in der Größenordnung, also wesentlich kleiner, widerspiegelt. Ja. Ja, klar. Und das Ganze ist sehr viel kanadische Konzentration, wie auch US-amerikanische Konzentration. Ja. Aber das ist auch so ein Thema, wo man sich natürlich in diesem ganzen Investmentumfeld mit betätigen muss. Wenn wir aber jetzt sagen, dort, wir wollen also investiert bekommen, für die Konstruktion von so Abbaustätten, da kommt man nicht hin mit privaten oder auch, also mit mittleren Größen, sondern da muss man wirklich mit institutionellen Banken, Infrastrukturfonds, muss man dort reden, das ist also Big Banking, weil die Mengen, die da aufgerufen werden, also die Größenordnung, Die Größenordnung, die sind einfach, oder die Anlagen, Baupreisschilder sind halt einfach ein ganz viel größer, glaube ich. Na gut. Aber super spannend, also vor allen Dingen auch den Fokus darauf, dass man da, also ich fand das super, dass du das auch nochmal klargestellt hast, so. Man ist da auf dem Land von eigentlich, oder auf dem Grund und Boden von jemand anderem und fördert da jetzt irgendwie Mineralien, und die können ja eigentlich der gesamten Gesellschaft, ne? Also gibt ja auch so Common Good mäßig, und man kriegt die Erlaubnis, das zu fördern und das zu vermarkten, aber irgendwo muss man auch wieder der Gesellschaft was zurückgeben, und das fand ich jetzt sehr spannend, habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber klar, macht ja total Sinn. Auf der einen Seite natürlich über Steuern, aber auf der anderen Seite dann auch über lokale Projekte, weil ja jetzt die lokale Bevölkerung die sind, die dann von so Bergbauaktivitäten auch betroffen sind, und finde ich sehr spannend, und das hat ja dann auch wieder sozioökonomische Auswirkungen. Ich meine, auf der einen Seite werden klar Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Arbeitsplätze da wirklich rausfallen und wie viele Leute in der Atacama-Wüste überhaupt dafür in Frage kommen, an so einem Arbeitsplatz zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt wirklich normalerweise leben. Ich glaube, das sind jetzt auch nicht so viele. Nee, das sind nicht so viele dort. Aber man muss sagen, dass natürlich, also Chile selber ist ein Bergbauvolk. Also das darf man also jetzt auch nicht so unterschätzen. Also hauptsächlich natürlich Kupfer.
Ja. Ja, weltgrößter Produzent von Kupfer ist Chile nun mal und bei weitem, ja, und auch Eisen und alles Mögliche, also alle möglichen anderen Rohstoffen, ja. Das heißt, da gehört Bergbau also durchaus in der Gesellschaft eben als ein wichtiger Industriezweig. Ja. Und dadurch gibt es ein Potenzial und die Leute sind noch nicht mal ansässig. Also was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war dieses Arbeitszeitmodell. Wie arbeiten die Leute in diesen Produktionsstätten? Mhm. Und zwar ist das 7 Tage arbeiten die, ja, je nachdem wie viele Stunden, also es kann Einschicht, Zweischicht Betrieb sein, mhm. ja, arbeiten 7 Tage am Stück und dann haben sie 7 Tage frei. Ah, wie auf so einer Ölbohrplattform. Genau. Wo die Schichten dann auch einfach die Teams wechseln, ja. Mhm. Genau, ja, und dadurch hast du also auch so einen Zubringerdienst, der dich dahin fährt, ja, dann bist du eine Woche, das sind dann meistens so Camp-Strukturen, ja, und dann werden die auch wieder abgeholt und wieder gebracht. Das ist durchaus normal. In Argentinien, witzigerweise, weiß ich durch Zufall, weil ich gerade so etwas in Argentinien besucht hatte, ist es 14-tägig. Ah, okay. Also ja, also 14 da Tage frei. Ist ein anderer Rhythmus. Das, genau. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ja. Ja, da ist natürlich so, also die Leute haben die Familien zu Hause wohnen, mhm. und gehen dann dort und das ist eine sehr gute, gleichberechtigte Durchmischung. Also wenn man jetzt gerade mal das Thema so Equal Opportunity anschaut, ja, dort da gibt es also gerade in Chile auch, habe ich gesehen, viele Frauen, die im Bergbaubereich arbeiten, allen voran die Ministerin. Mhm, ja. Ja, die allerdings mehr auf der Regierungsseite dort reingerutscht ist. Aber trotz alledem, also gibt es dort eine sehr gute Gleichverteilung und man nimmt sich der Sachen an. Ja. Das ist aber schon ein Thema natürlich. Also was gibt man wem zurück? Ja. Ja, um darauf zurückzukommen. Dort, also die Community sicherlich, also sehr, da ist sehr viel Infrastruktur, sehr viel Erweiterung eben halt von Interesse. Also das sind immer noch mondäne oder noch keine mondänen Strukturen dort, aber da sind immer noch Effekte wie kriege ich den letzten Rest Arsen aus dem Trinkwasser. Okay. Ja, also Desalinierungs- und, ja. Und Wasseraufbereitungsbasen, Stromversorgung ist nach wie vor ein Thema. Ja. Ja, die Communities sind so klein dort, dass selbst eine Stromleitung dahin nicht notwendigerweise gemacht wird, es sei denn, es kommt gerade wieder ein erneuerbares Projekt nebenan dahin. Mhm. Und wir wurden auch zum Beispiel gefragt, naja, also wenn wir dann so zusammenarbeiten, dann wäre es schon schön, wenn wir natürlich diese erneuerbare Stromversorgung auch mit anschließen können oder beziehungsweise das Dorf mit anschließen können. Mhm, klar, ja. Ist aber durchaus legitim und muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt auch keine Rocket Science. Ja, mhm. Das ist, weil ganz einfach diese Communities nicht so groß sind, wie du schon ganz richtig erwähnt hast. Ja. Ja, cool. Wie wird es denn bei euch in Zukunft weiterlaufen? Klar, jetzt gab es noch mal ein paar Änderungen, aber soweit ich das jetzt rausgehört habe, passt das soweit ja auch. Also bei euch wird es in irgendeiner Form weitergehen und was kannst du da was sagen? Was würdest du dir wünschen, wie es jetzt weitergeht? Sagen wir es vielleicht mal. Ja, ja. Also wir hatten ja da ein Thema da so leicht nur berührt, diese eben die neue Gesetzgebung, die eben immer noch, sagen wir, im Werden ist, ja, aber sich so langsam kristallisiert, dass das eben auch bis zum Jahresende eigentlich abgeschlossen werden könnte. Das wäre schön. So dass wir dann entsprechend auch mit nationalen Instituten dort eben zusammenarbeiten können. Das Ganze würde dann münden in ein zeitlich befristeten erweiterten Explorationsrahmen. Also sprich, wir könnten dann zum Beispiel, wenn das alles gut läuft, mal so eine ganz kleine Pilotanlage, so wie ein Fraunhofer-System, ja, so containerisiert, dann kann man alles wieder abbauen, dass wir das eben dorthin liefern könnten, dort mal auf der Site aufstellen können, alles schön auch wieder abbaubar und dass man dann eben gerade jetzt für diese Umweltverträglichkeitsprüfung die Messung starten kann. Weil man muss doch ein Jahr eigentlich messen, über alle Saisonalitäten, so dass man dann
eine gewichtige Aussage machen kann. Also wir beeinflussen die Umwelt nicht oder in dem Umfang und das ist erlaubt und das ist also mit den Statuten oder eben nicht. Ja, und also wir wissen, wo sie liegen, wir wissen auch, dass wir das bestehen könnten dort, aber wir würden ganz gern eben da voranschreiten und dass man dann parallel dazu eben sich mit den Herstellern von Anlagen eben zusammensetzt und sagt, naja, wie könnte man denn so etwas aufsetzen und planen? Ja. Ja. Und aber diese sogenannte Permitting-Seite, ja, die ist nun mal schon wichtig. Ja, klar. Ja, und das wäre gut, wenn wir das also schnell hinter uns bringen könnten. Weil das hat ehrlich gesagt bisher uns also diesen Rückstau an Aktivitäten gebracht, mhm. ja, weil eben halt Chile über Jahre keine Konzession vergeben hat zur Förderung. Mhm. Ja, 7 Jahre lang. Keine Veränderung, keine Erweiterung, nichts. Also selbst auch die etablierten beiden Companies konnten nichts vergrößern, erweitern, um dem Bedarf im Markt gerecht zu werden. Und das hat alles jetzt dieses Gesetz, also oder beziehungsweise dieses Announcement dort eben gebracht, dass jetzt da Bewegung reinkommt und dass man dann jetzt eben voranschreiten kann. Und dann schauen wir darauf, dass wir bereits dann, sagen wir mal, mit 2025 beziehungsweise Anfang 2026 so mit der ersten Produktion von Lithiumcarbonat anfangen können. Und dann sukzessive sehen wir vor einen Ramp-Plan über beide Salare bis 2034. Mhm, okay. Aber da wir keine Werbung machen wollen, sage ich jetzt auch nicht, wie großartig wir das Ganze da machen wollen oder auch nicht. Naja, da finde ich schon mal auch interessant und ich meine, die Ansage von der Jahreszahl ist ja jetzt auch schon, das zeigt ja auch schon, ne? Also Bergbau braucht einfach Zeit oder auch solche Anlagen brauchen da einfach Zeit. Und dass man jetzt heute plant und überhaupt mal die Idee heute hat, bis das dann wirklich die erste Tonne Lithium produziert, das dauert einfach. Und ja. Darum ging es mir jetzt gerade hier, das einfach auch nochmal. Also um das mal auch nochmal ins Bild zu stellen. Ja, genau. Ja. Genau, ja. Ja, schön. Gibt es noch irgendwas zu Lithium, wo du gerade sagst, das will ich jetzt unbedingt nochmal hier aufgreifen an der Stelle? Also was vielleicht auch noch ein spannendes Thema ist, vielleicht auch für dich mal für zukünftige, dort weil du vorhin meintest, Lithiumhydroxid gegenüber Lithiumcarbonat. Ja, und das hat natürlich viel mit der Batteriezellenentwicklung zu tun und wie das dort weitergeht. Und eigentlich ist es ja so, also zwei Themen plagen die Lithium-Batteriezellen, gerade im Automobilsektor. Das eine ist die Kapazität, die Dichte von Energie dort, ohne gleich Feuer zu fangen. Ja, und da muss man einfach sagen, dort die Solid-State-Batterien sind natürlich da der Heilsbringer und egal, wen man also weltweit natürlich anschaut, aber was für mich immer besonders eindruckend war so der Forecast oder die Vorhersage dort vom Fraunhofer-Institut, die sich da also viel drum gekümmert haben, in frühen Jahren auch. Und die haben immer gesagt, 2025 ist das Jahr, in dem sich alles ändert. Ja, also in dem man dieser Übergang zu den Solid-State-Batterien ist. Und jetzt habe ich gerade im Zusammenhang, natürlich schauen wir uns auch zukünftige Abnehmer bereits an. Ja. Für unser Lithium und welches Produkt, also welches Lithium-Produkt, Endprodukt wir dann herstellen sollen, damit die das verarbeiten können. Und da muss man ganz klar sagen, also der Trend geht zum Lithiumhydroxid. Ja, Monohydrat heißt es ja dort, also sprich nur ein Wasseratom assoziiert. Das ist ein Thema, was man meiner Meinung nach dort also lokal lösen muss. Das heißt also für den europäischen Batteriemarkt, dort muss man das in Europa machen, dort, weil nämlich Lithiumhydroxid ist so anfällig, sich wieder zu kontaminieren, nachdem man es hochrein für die Batteriezellenfertigung bereits hergestellt hat. Ja, dass wenn man es über lange Wege transportiert dort, also die Gefahr der Kontamination dort, also das Ergebnis wieder kaputt macht. Ach, das wusste ich nicht. Ja, das habe ich auch zuerst gar nicht so verstanden. Ne? Und da muss ich sagen, das war ein Eye-Catcher für mich dort. Wie verarbeitet man entlang der Kette? Ja. Ja, in der Value Chain dort eben bis zur Batteriezelle. Und Solid State bedarf auf jeden Fall Lithiumhydroxid.
als Material und weniger Lithiumcarbonat. Lithiumcarbonat ist mehr für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterietypen gedacht, ja, die im stationären Bereich kommen. Im Augenblick sind sie auch bei Tesla zum Beispiel vorhanden. Mhm. Und sind aber eben halt alles keine Festkörperzellen, sondern eben halt sind Elektrolytzellen. Ja. Ja, elektrolytische Zellen. Und da muss man eben dann auch nochmal sehen, dort, dass das wird den Markt nochmal ein bisschen umstellen. Und von daher ist sehr spannend die Konvertierung. Sowohl, also bei Rock Mining kriegt man Lithiumcarbonat raus. Ja, was anderes macht man da gar nicht. Ja, 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 und macht ja keinen Sinn. Und bei Brine, dort könnte man eigentlich direkt konvertieren in Lithiumhydroxid. Also mit dieser DLE-Technologie kriegt man eigentlich den idealen Grundstoff. Und dieser Grundstoff, also Lithiumchlorid ist das meiste gebunden dann in einer wässrigen Lösung. Das Ganze muss ich dann eigentlich ein bisschen weiter verwässern. Das mache ich am besten aber nicht dort vor Ort, wo die trockenste Zone ist, sondern das mache ich in, ein bisschen an der Küste oder wegen mir auch irgendwo in einer anderen Region in der Welt. Dort konvertiere ich dann direkt in Lithiumhydroxid und das Ganze kann ich machen über ein Elektrolyseverfahren. Und da muss ich sagen, das ist so der erste Ansatzpunkt, wo ich sage, ja, wenn man Wasserstoff als Material haben oder als Brennstoff haben möchte eben in der Welt, ja, und so, dann schüttet man einfach dort das Lithiumchlorid noch dazu in der wässrigen Lösung und dann elektrolysiert man das raus, weil wie durch ein Wunder Lithiumhydroxid entsteht in der Elektrolyse und das Ganze eben sogar noch als Monohydrat. Und man bekommt sehr viel Wasserstoff bei raus. Man bekommt Wasserstoff dabei raus. Ja, also Elektrolyse mache ich ja, ist ja so mein Standardverfahren. Ach so, weil ich ja Wasser drin habe. Ja, klar, okay, verstehe. Mhm. Ja, ja, klar, weil es ja in Wasser gelöst ist. Mhm. Ja, und mit der DLE-Technologie habe ich also eigentlich Wasser, viel Wasser, ja, immer noch, da, plus Lithiumchlorid. Ja, in relativ hoch einer, man hat noch ein paar Beimischungen und so weiter. Und wenn ich dann das Ganze eben halt über statische Elektrolyseverfahren, also sprich eine Solarzelle direkt anschließen an zwei Elektroden, ja, in die Flüssigkeit reinhalte, dort, dann lagert sich das Lithium direkt in Lithiumhydroxid um und Wasserstoff schaltet sich ab als Gas. Okay, spannend. Das ist wirklich spannend. Okay, ja, danke. Danke für die Einführung. Das war mir mit dem Lithiumhydroxid war mir nicht bewusst, dass das so, ist jetzt nicht instabil, aber halt schnell wieder kontaminiert wird. Wirklich spannend. Ja. Nee, das ist extrem, also anziehend für alles. Ja. Also nicht nur Wasser, sondern auch, und denkst, weil die natürliche Form von Lithiumhydroxid ist, dass du 6 Wassermoleküle außenrum hast. Okay, ja. Ja, und du machst aber dieses Monohydrat, deswegen redet man immer von diesem Monohydrat, ja, das ist das dehydrierte Lithiumhydroxid, ja, und da zieht man halt 5 Wasseratome ab von dem Lithiumhydroxid und 1 bleibt übrig, das kriegt man einfach selbst mit höchsten Energiemengen nicht raus, ja, oder nicht weg. Und das ist aber ein reiner Stoff und den muss man wirklich in reinen Raumbedingungen auch verarbeiten. Okay, verstehe, ja gut. Gut, sonst schnappt er sich vielleicht dort wieder irgendwo ein Wasserstoffatom und dann füllt es auf. Ne? Zum Beispiel, ja, und oder eben halt irgendwas anderes, was da noch so mit dran klingt. Ja, stimmt. Okay. Ja, spannend, super. Ja. Okay, vielen Dank dir dann dafür. Ja, super, danke dir dann schon mal für die ganzen Informationen zum Thema Lithium in Chile und das ist ja dein großes Projekt gerade, an dem du arbeitest. Wir hatten im Vorgespräch aber auch drüber gesprochen, weil ich das auch sehr interessant fand. Du hast ja noch ein paar andere Projekte immer am Laufen, wie das so ist bei Leuten, die da gründen, ja, die sind meistens vielschichtig. Und das gilt ja auch für dich. Und du hast ursprünglich ja mal in Vanadium Redox Flow Batterien gemacht, sage ich mal so salopp, ja. Und haben wir ja überlegt, ob wir da auch nochmal drüber sprechen wollen. Ja, also ich meine, generell sollten wir da auf jeden Fall drüber sprechen dort, weil es auch ein, sagen wir mal, ein unterbeleuchtetes Thema ist in vielfacher Hinsicht. Ja, man hört das immer mal wieder und dann gerät das wieder in Vergessenheit da. Das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt gegenüber Lithiumzellen, ganz einfach deswegen, weil eine Vanadium-Redox-Flow-Batterie passt leider nicht ins Konzept der Automobilität, ja, oder der Mobilität generell, so wollte ich sagen. Es ist
Vanadium Redox Flux sind aber sehr gut als Long Duration Energy Storage Systeme. Mhm. Da redet man von alle, ja, 4 Stunden plus, das heißt 4 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden. Das ist eine ganz neue Art von Energiespeicherung im stationären Bereich. Ja. Das ganze Thema ist aber so, dass sich die Welt eigentlich erst dran gewöhnen muss. Und zwar wird das alles schlagend, wenn erst eine gewisse Menge an Erneuerbaren in dem jeweils regionalen oder überregionalen Energiemix vorhanden ist. Ja. Ja, und gerade hier in Europa und ganz besonders im deutschsprachigen Raum ist es sehr stiefmütterlich, ist Energiespeicherung ja ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema, teilweise durch Vorgaben, durch die Netze und so weiter. In anderen Ländern, wie in England, wie in Amerika, wie in Australien, Afrika, haben wir mit Vanadium Redox Flow Batterien bereits über 140 Projekte realisiert gehabt. Wow. Okay. In 25 Ländern. Ja, und das reichte von Inselstaaten, also irgendwo im Südpazifik, bis rüber nach Australien und Indonesien und überall dort, also haben wir installiert und diese Batterien, und das ist der Vorteil eben davon, Vanadium Redox Flow Batterien altern nicht. Mhm. Anders als eben das ganze Thema Recycling, was wir hatten mit, ja, mit Lithiumzellen. Vanadium verbraucht sich nicht in der flüssigen Form, in der es eingesetzt wird. Ich weiß von meiner alten Firma, in der ich mich betätigt habe, wir hatten 2008 die erste Anlage aufgestellt, die läuft heute noch, hat insgesamt mal durch Wartungsintervalle insgesamt in jetzt 2008, jetzt sind wir in 2023, in 15 Jahren, 2 Monate an Wartungsintervallen über die Jahre verteilt gehabt. Ja, das heißt, Wahnsinn. Sonst hat die täglich Strom gespeichert und Strom wieder abgegeben. Das ist eine 8-Stunden-Batterie, die ein komplettes Netz ersetzt eben und das funktioniert einwandfrei. Zusammen mit Solar. Ja, spannend, und, super spannend, ja. Das ist aber etwas dort, da würde ich ganz gerne mit dir vielleicht ein anderes Mal in die Tiefe gehen. Ja, gerne, gerne. Das greifen wir doch gerne mal auf, vor allen Dingen dann, wenn es interessant wird mit der Stromspeicherung. Und zwar, wenn die Sonne scheint, so wie jetzt gerade, dann haben wir da ja nicht so das Problem. Dann haben wir eher so das Problem, wo tun wir den Strom jetzt hin? Aber ich meine, eine ganz einfache Lösung, im Notfall macht man einen großen Wasserkocher an, ja, und dann ist der Strom auch weg, auch wenn es schade ist, ja. Ja, ist ja so, also, ne, Netzstabilität nach oben raus ist kein Problem. Also, doch, schon auch, klar. Vor allen Dingen, weil das Netz vielleicht müssen wir, wenn es ganz schlimm kommt, müssen wir vielleicht wieder alte Glühbirnen reinpacken. du meinst, wenn wir alles mit Erneuerbaren haben und es so günstig ist, ja, dass wir dann damit heizen können, ja, alles klar. Genau so. Okay, mit der Glühbirne. Ja. Nee, aber dann lass uns das doch gerne mal in Angriff nehmen, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, wenn es wieder ein bisschen dunkler wird. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, wenn es reinpasst. Wenn wir uns auf die nächste Phase der Dunkelflaute dort eben vorbereiten müssen, ja, genau. dann können wir ja dort auch mal über das Long Duration Energy Storage Thema reden. Dann schauen wir mal, ob das eine Alternative für unsere zuhörenden Personen ist, sich sowas in den Keller zu stellen oder vielleicht doch eher nicht. Gute Idee, sehr gute Idee. Genau. Alles klar. Gut, schön. Dann ganz herzlichen Dank dir, dass du heute hier warst und eben über Lithium-Extraktion, insbesondere in Chile, gesprochen hast. Ich glaube, da waren sehr viele sehr tolle Einblicke mit dabei. Vielen Dank dir dafür. Mhm. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem weiteren Projekt. Finde das immer eine prima Sache. Ja, danke schön. Und sag auch immer, naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also irgendwo müssen die Rohstoffe herkommen. Dementsprechend Bergbau und dazu gehört ja auch Lithium-Extraktion, ist weiterhin eben notwendig. Wir haben es ja vorhin auch über Recycling gesprochen. Klar gibt es andere Wege, aber irgendwo werden wir um Bergbau auch nicht außen rum kommen. Und dann ist es einfach auch interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der direkt aus dem Bereich ist. Weil sonst bin ich ja immer hier der große, wie wurde ich auf YouTube beschimpft, linksgrün versifft, ja? Ui. Weil ich immer sage, hier, die Umwelt ist wichtig. Und dann finde ich es doch sehr interessant, auch mit Leuten zu sprechen, die dann die Umwelt auch schützen, obwohl sie auf der Geldverdienerseite sitzen, ja, aber das muss ja nicht auseinandergehen, sondern das kann ja auch zusammengehen. Ja, und das ist das Schöne, ne? Dort, also, dass so etwas auch mal harmonisch ineinander greifen kann. Richtig. Ja.
Also vielen Dank, Martin. Ja, ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast und mir die interessanten Fragen gestellt hast. Und ich bedanke mich natürlich bei allen, dass sie mir lauschen wollten. Und freue mich auf ein weiteres Mal. Ja, sehr gerne. Danke dir. Wie immer gilt, wenn ihr Kommentare habt, dann findet ihr auf ressourcen.fm Möglichkeiten, diese Kommentare loszuwerden. Gerne Kritik schicken, gerne Fragen schicken. Können wir auch gerne im Nachgang dann im Rahmen der nächsten Aufnahme zum Beispiel mit dir, Stefan, dann nochmal klären. Also von daher bringt euch ein über Social Media, über Webseite, über Co. Freue mich natürlich auch immer über Bewertungen auf Apple Podcasts und Co. Sage ich es auch mal, ich habe mich jetzt 33 Episoden dagegen gewehrt, Werbung zu machen, aber jetzt mache ich es doch mal. Und kommt in Kontakt, schickt neue Vorschläge für neue Themen und stellt gerne Fragen und dann werden Stefan und ich die gerne auch beantworten. Nochmal dir herzlichen Dank, Stefan. Und wie immer, zum Ende hin bleibt mir nur zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ja nun steht der Geist. Auf Wiedersehen.